Willkommen zu einem neuen Wochenvlog auf unserem Kanal. Die letzte Woche habe ich wieder so einen Wochenvlog gefilmt, weil das mache ich hin und wieder einmal im Monat. Als erstes waren wir schwimmen und da ist das erste Mal auch mein Vater auf meinem Kanal. Ich und mein Bruder und mein Papa gehen heute im Schwimmbad. Abi, sag hallo bei Kamera. Sag hallo. Hallo. Das ist mein Vater. Wenn er nicht wäre, gäbe es uns nicht. Hallo. Kamera, seht ihr mich? Kamera, wir ziehen jetzt unsere Sachen aus. Ist das ein Papagei oder was? Ja, das ist ein Papagei. So, eine Kiste. Ja. Hallo, Koskot. Guten Tag. Wollen Sie was essen? Nein. Sind Sie die Kellnerin hier? Ja. Was haben Sie denn? Zeigen Sie mir die Speisekarte. Die Speisekarte. Kannst du nicht gut lesen? Nein, lesen Sie mir vor. Da steht zwei oder eine oder drei oder vier Chips mit Ketchup. Okay. Da steht Schnitzel Sammy okay. Mit Eistee zusammen Eistee. Okay. Das ist Döner und das ist Pizza. Eistee, Cola, anderen Cola, ich meine, es gibt viele Colas, aber es ist anderen Cola. Meinst du Pepsi? Ja, Pepsi. Das andere kann ich leider nicht sagen, weil ich habe gleich im Termin von meiner Chefin. Ich muss jetzt gleich meiner Chefin was sagen. Was sagst du deiner Chefin? Nur da was sagen, muss ich gleich Pause machen. Ich muss Pause machen. Okay, dann gehen Sie. Ich will nichts essen. Sie sind eine schlechte Kellnerin. Sie wollen nicht mal Ihre Pause für mich aufopfern. Tschüss. Tschüss. Okay. Dann habe ich Sarah meine neue Jacke gezeigt und ich habe eine Roomtour gemacht, weil viele Leute hatten sich gewünscht, dass ich mal eine Roomtour mache, aber ich habe so eine Alibaba Edition Roomtour gemacht. Hallo Freunde, ich zeige euch jetzt meine Jacke, die ich schon länger habe, aber jetzt, wo das Wetter schlecht ist, braucht man wieder eine Jacke. Ich zeige euch den Unterschied zwischen schlechten und guten Jacken. Sarah, kannst du mal kurz deine Jacke als Beispiel holen? Die liegt auf meinem Bett. Das sind dann die schlechten Jacken halt, warte. Was? Dafür sollst du sie nicht holen. Nicht schlecht, hast du da gemacht. Okay, schlechte Jacke, alles kein Problem. Und jetzt zeige ich euch eine gute. Ich geh raus mit meinen Jungs heute, Baby. Und sie fragt, kommst du heute noch zu mir nach Hause mit, Baby? Sarah, was hältst du eigentlich von meiner Jacke? Ich finde, die Jacke sieht echt gut aus. Also du meinst, ich sehe wie immer gut aus. Das waren nicht meine Worte. Oh, meine Nase. Du stinkst. Masi stinkt. Masi, zeig mal deinen Popo. Ach du Scheiße. Leute, Masi hat doch seine Staatsbürgerschaft bekommen. Also er ist jetzt österreichischer Staatsbürger und wir zu Hause sind alle Ausländer. Masi, was haben Sie dazu zu sagen? Ich finde es super. Der österreichische Pass ist mit dem besten Pass in ganz Welt. Wir müssen dich abschieben. Das ist... Ja, dann werden wir dich abschieben, genauso wie die Leute. Ah, hallo, Kamera. Das ist Sano mit 6, das ist Sahar mit 6. Ich finde, Sano sah mit 6 schon besser aus als du jetzt mit 16. Leute, ich will euch auch ein bisschen eine Roomtour machen, weil ich weiß heute gar nicht, was ich im Vlog machen soll. Das ist ein Teppich, das ist Couch, das ist Sahar. Schmeißen wir bald von zu Hause raus. Banane, Apfel, Fernseher, Sano, Sahar, Deutschkursbuch von meinem Vater, Stickers von Sano im Schrank, Stickers von Sano auf Sahar, Trockenfrüchte, das sind die Taschentücher, die Sahar immer verwendet, wenn sie depressiv ist und weint. Was? Hier, Wein weiter. Oh, afghanisches Gericht, das heißt Tobeli. Geschirrspülmittel, Toilette, Sanos Chips, die sind heilig, die darf man nicht anfassen. Polster auf unserer Couch. Unser Polster auf Sahar. Meine blauen Vans auf dem Boden. Nein! Meine blauen Vans auf Sahar. Toilettenpapier hier, Toilettenpapier auf Sahar. Außerdem hatten wir dann ein paar Freunde von Sano bei uns zu Besuch. Lass es, Sano. Hab getötet. Lass die Fliege, Sano. Hab getötet. Dann mach eine Beerdigung für die Fliege. Nein, so geht keine Beerdigung. Oh, er blutet.
Ja, jetzt musst du aber für die Fliege was singen. Nein, Sano, hör auf. Halleluja. 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 Du weißt schon, dass Mama das Video sehen wird und sehen wird, dass du den Spiegel oder das Glas hier, die Glasscheibe schmutzig gemacht hast. Nein, du putzt es. Wie hast du damals schon gesagt? Viel Glück. Viel Glück dann. Viel Glück. Gongo Leila. Wie war die Schule? Oh Mama, Mama. Oh Mama, Mama. Gongo Leila. Warum hast du sie geschlagen? Sie hat auch angefangen. Sano, Sarah hat gesagt, dass Marci ihr Lieblingsbruder ist. Und ich bin deswegen traurig. Ja? Kannst du das erledigen? Okay. Sano, wer hat mit dir... Oh! Was haben wir eigentlich noch gemacht? Was war da noch? Warte, lass mich überlegen. Außerdem haben Sano, Sahara und ich den Geburtstag von Marci geplant. Also wie machen wir jetzt das mit Marcis Geburtstag, Leute? Wollen wir ihm alle drei was schenken? Ich male was oder so. Oder ich bastle für sie. Also du willst kein Geld ausgeben? Ja, das ist geizig. Du willst also nichts, kein Geld ausgeben? Okay. Und du, Sahara? Ich weiß es ja eben nicht, aber ich will ihm irgendwas Lustiges schenken. Irgendwas Lustiges? Schenke ihm einfach ein Bild von dir, von deinem Gesicht. Also, Sano, du möchtest was gar kein Geld ausgeben. Was denn? Okay, das heißt, du sparst dein Geld. Ja, ist doch so. Was willst du ihm schenken? Ich weiß nicht, was ich ihm schenken möchte, aber ich glaube, Geld könnte ihm gut tun. Alles ist nur bei großem Geld, 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 ja, Geld. Ja, du sollst doch irgendwas für ihn so dir einfallen lassen. Irgendwas Lustiges, gell? Ein Bild von dir zum Beispiel, von deinem Gesicht. Der Witz war schon beim ersten Mal nicht. Aber du hast gelacht. Aber du hast gelacht. Und was willst du eigentlich basteln? Du hast nicht mal was zum Basteln. Willst du dir überhaupt das Bastelzeug selber kaufen? Mama, ich will es ja kaufen. Nein, weißt du wer? Wer? Alibaba. Ich brauche Papier oder so. Sano, möchtest du überhaupt einen Cent ausgeben? Wie wär's, wenn wir ein cooles Foto von ihm photoshoppen lassen? Danny werde ich ausnutzen dafür. Er wird oh das Video auch sehen. Wie gut hab ich's gewusst. Ja, warte. Machen wir so. Wir geben ein Foto bei Marci und... Warte, wieso tust du jetzt so, als wär's deine Idee? Das war meine Idee. Das war meine Idee. Du so, oh, wie Glück hab ich's gewusst. Das ist meine Idee. Hast du deine gesagt? Okay, okay, wer wird für dich photoshoppen? Schau, du. Und wir machen ein Poster, da ist drauf mit dem Massier. Geht irgendwo oder macht es so oder macht es so? Sei bitte. Es muss ihm gefallen. Es muss ihm gefallen? Mhm. Dann können wir ihm einfach ein Foto von mir schenken. Leute, das bin ich. Als kleiner. Du hast so Football gelernt. Ja, ich bin jetzt schon dabei. Voll Idiot. Was? Oh, da ist ein Foto von mir mit Marci. Leute, das sind Marci und ich als Kinder. Ich finde, ich sah besser aus, oder Sahar? Nein. Sag mal. Ich finde Marci noch besser, weil er ist auch lustig. Ah, Marci sieht besser aus. Ja, er macht das immer so. Schau, Sahar, da warst du noch groß geworden. Leute, und schreibt mir in die Kommentare, was wir für Marci zum Geburtstag machen sollten. Und zu guter Letzt hat Sano ihre Hochzeit geplant, auf Sanos Art und Weise. Leute, Sano hat gerade sehr krasse Planungen für die Zukunft gemacht, die ich euch jetzt gleich vorstellen möchte. Also auf anderen Hochzeiten werden Blumen geworfen und bei dir? Nein, nicht Blumen, Chips. Chips? Ja, sie werft Chips dann. Und ich habe gelbe Kleid und gelbe Hochzeitsschal und dann... Warte, wieso gelb? Wieso gelb? Was? Wieso gelb? Weil die Chips ist gelb. Mein Kleid ist dann so. Es ist ein Foto, das Chips, 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 Chips. Und welche Musik wird es geben auf der Hochzeit?
Do you really feel this the past the time? Just doing the flame and inside again. Do you really feel this the paper pen? You don't have to leave. Was machst du? Was ist das für eine Hochzeit? Oh, tschüss! Baby, hey, I should make it. The mess is crazy. The reason I'm not. You call me baby. And it's hard to look like. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, falls euch das gefallen hat. Folgt mir auf Instagram und abonniert mich auf Snapchat, um in Zukunft nicht zu verpassen, weil da poste ich immer sehr viele Sachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.